Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und ja, die Rechnungen sind bezahlt. Geburtstag haben wir vom lieben Chanko gefeiert und Outfits hat er auch parat. Und wir warten ja im Prinzip auch nur darauf, dass die Rhonda wieder ihre Kinder zur Welt bringt. Entweder vielleicht Zwillinge. Vielleicht haben wir bis dahin noch ein bisschen mehr Platz. Weil am nächsten Tag ist ja dann wieder Schule. Dann denke ich mal, werden zwei sogar auf sehr gut kommen. Oder vielleicht sogar alle vier. Dann hätten wir ja komplett wieder leer, ne? Vom Haushalt her. Wäre natürlich auch mal zur Abwechslung wieder ganz cool, ein leeres, also einen etwas leereren Haushalt zu haben. Dass wir dann auch wieder höhere Chancen haben, um Zwillinge zu kriegen und so. Aber da müssen wir erstmal abwarten, wie es so weitergeht. Total beliebt. Was ist denn los? Wer ruft denn hier? Wenn du doch Hunger hast, ne? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? 100%, sehr schön. Das heißt, dann nimm dir doch einfach Limonenpfannkuchen. Dann müssten wir eigentlich mal gucken, wenn du das Bild fertig hast, soweit. Weil das würde ich schon gerne fertig haben. Das sind dann wieder 3000 Simoleons. Und dann könntest du vielleicht mal den Fernseher reparieren. Damit deine Kinder auch wieder, das sieht sehr interessant aus, Spaß haben. So, ich denke mal, dass du aber vielleicht schlafen solltest. Schlittschuh. Oh, fährst. Auf unserem Dings ist ja cool. Das ist ja cool, dass das wenigstens jetzt mal klappt. Es muss sich noch jemand auf der Dings. Es ist zu gefährlich, das jetzt zu probieren. Du sollst warten, bis du dich auf dem Rollschlittschuh etwas wohler fühlst. Ja, dann macht er einfach mal weiter. Über die Kälte reden. Geheimnis verraten. Über die Kälte reden. Über den Schnee reden, Geburtstag verkünden und tratschen, damit die Beziehung da schon ein bisschen gut wird. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Oh, und dann ziehe ich dir grüne Sachen an und blau. Überhaupt nichts Gelbes. Da sollte ich vielleicht mir auch mal überlegen, bei der nächsten Generation Kinder, ob ich den dann auch tatsächlich die Farbe dann auch mit in die Outfits dann auch reinpacke. Weil ich meine, das haben wir halt auch noch nie wirklich berücksichtigt, ne? Du magst ja auch eher orange, ne? Sollten wir vielleicht mal bei dir anfangen, ne? Na, dann lachst du nur, ne? Gut, dann würde ich mal fast sagen, wirst du mal hier ein bisschen was essen, vielleicht einen Herbstsalat. So, die Kinder, die gehen jetzt nach und nach schlafen oder sind eigentlich erst aufgestanden. Dann könntest du eigentlich die Betten hier mal machen. Und du könntest mal was essen, ne? Vielleicht auch mal einen Herbstsalat oder Spaghetti.
Sondern du, mein Kleiner, du könntest doch eigentlich auch hier in deinem Bettchen schlafen. Beziehungsweise erstmal was essen. Da sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass du was Neues bekommst. Sondern kannst du dich ja auch mal mit deinem Kind unterhalten. Nach Tag fragen. Tratschen. Geheimnis verraten. Ach, guck mal, die haben doch eine sehr gute Beziehung im Moment. Wie sie guckt. Tja, der ist reich, der Junge. Mit Skepsis bewirft sie da ihren Sohn, ne? Aha, toll. Oh, ey. Ich finde diese Gesichtsausdrücke von den Sims finde ich so interessant. Besonders bei Sims 3 sind die richtig genial. So, wo war ich denn? Du wolltest eigentlich doch hier das Unzerstörbar hinmachen, ne? Und du könntest aber trotzdem noch ein bisschen schlafen. Du möchtest gerne einen Geist sehen. Dann müssen wir bis zum Herbst warten, damit du da dann auf dieses Festival gehen kannst, wo du dann in dieses Haus reingehen kannst. Klopf, klopf, klopf. Einfach genial. Das sind immer die Besten. Was ist jetzt los? Ach, du bist schon wieder wach. Gerät benutzen. Ja, kannst du gerne machen. Ich bin echt froh, wenn der in 19 Tagen ist erst Frühling. Oh Mann, mir kommt der Winter so ewig lang vor, ne? So, habt ihr eigentlich alle eure Hausaufgaben fertig? 100%? 100%? 81%? So, dann müssen wir dafür sorgen, dass du vielleicht mal aufstehst, dich dann soweit frisch machst. Dann kannst du auch gerne vorher noch frühstücken und dann Hausaufgaben machen. So, und ich glaube, irgendwann ist die Toilette ein Totalschaden, wenn man wirklich so draufhauen würde, wie die Rhonda das hier tut, dann wäre der wirklich, also unzerstörbar eher nicht, ne? Ja, willst du nicht auch frühstücken oder dich zumindest mal hier ein bisschen wärmer anziehen? Ich bin ja froh, dass du wenigstens keine Erkältung mehr hast. So, perfekt. Dann am besten nochmal aufs Töpfchen und schlafen. So, die 20% müsstest du eigentlich noch hinbekommen vor der Schule. So, magst du vielleicht dir tatsächlich auch noch was nehmen? Vielleicht ein Kuchenstück? Da muss ich tatsächlich mit Rhonda wieder gucken, dass ich Sachen koche. Ich möchte auch, dass ihr alle gut in der Schule dann seid.
So, leider hast du keine Zeit mehr zum Frühstücken. So, ich stelle euch das mal alles in den Kühlschrank. So, hart arbeiten, hart arbeiten. Hart arbeiten. Ja, hart arbeiten. Ist zu gestresst, okay, dann durchschnittliche. Wenn du das trotzdem hinkriegst mit deinen Noten, dass du auf einer 1 stehst, auf sehr gut, ist alles in Ordnung. So, und du kannst jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Ja, ein Sim-Fest steht bevor. Ein Sim-Fest ist ein Talentwettbewerb, bei dem dein Sim gegen andere antreten und Erfahrung sammeln kann. Ausgezeichnet, du hast den Boiler repariert und alles läuft wieder normal in der Schule. Wenigstens was den Boiler betrifft. Du wurdest für deine Mühen entlohnt und deine Schulleistung hat sich auch verbessert. Lass mich mal gerade gucken. Ja, ist doch schon mal was gewesen. Sehr gut. Er bringt durchschnittliche Leistung in der Schule. Aber es kann doch nicht mehr runtersinken, oder? Vielleicht schaffst du es ja auch noch auf sehr gut. Ich hoffe es zumindest mal. Bist aber jetzt auch ziemlich gestresst, ne? Müssen wir mal dafür sorgen, dass die Kinder auch wieder gut gelaunt zur Schule kommen, ne? Vielleicht könnte man mal gucken, dass man denen hier auch mal was aufstellt, was im Winter Spaß macht. Weil von dem, ach, wie soll ich sagen? Von dem Spielplatz ist halt nicht viel da, ne? Können wir uns nicht auch ein eigenes Snowboard, Dings aufstellen? Fußballtor? Familienspaß? Ein Picknickkorb, ja, den erkennt man im Schnee auch nicht mehr. Eislaufbahn. Kann man sich natürlich auch überlegen. Wir haben ja sehr viel Platz. Gibt es ja auch in klein. Zauberbesen muss jetzt nicht sein. Eine Schaukel haben wir ja schon. Was ist das? Filmkasten. Wie teuer ist der? 4000. Kochen, Athletisch, Gartenarbeit, Angeln. Flimmerkasten wurde für Königin, Herrscher und die wohlhabende Elite von heute gemäß strengster Vorgaben in mühsamer Handarbeit gefertigt. Was bringt denn unser Fernseher? Ach du Scheiße, der passt ja noch nicht mal in den Raum hier rein. Das ist ja da, also der ist ja dagegen dann Klacks, ne? Also wir haben, glaube ich, den hier, ne? Ja. Der bringt Spaß 4. Wir können uns natürlich auch den hier zuerst anschaffen. Der bringt halt vor allen Dingen ein bisschen mehr Spaß als der hier.
Dann werden wir uns doch erstmal die etwas kleinere Variante gönnen. Von der Farbe her können wir das ja noch abändern. Wir könnten ihn natürlich auch in Weiß erstmal da stehen lassen. Aber bevor wir da groß uns also größenwahnsinnig werden, sollten wir uns dann doch erst lieber sowas hier anschaffen. Haben wir eigentlich eine Anlage? Nee, ne? Anlage haben wir auch nicht. Muss aber, glaube ich, auch nicht sein. Und der Haltung haben wir die Sachen. Tischfußball, Hobbys und Fähigkeiten. Ja, einen Billardtisch werden wir uns hier in den Flur reinstellen. Ach, guck mal, hier ist doch die Snowboard-Anlage. Und wo soll ich die denn noch hinstellen? Ich glaube, die werde ich mir auch aufstellen. Wie teuer ist denn das Ding? Jetzt habe ich es schon wieder aus den Augen verloren. Da, 5000. Dann werde ich doch hier mal den Ball nach vorne stellen. Wenn wir ein paar Bäume entfernen. Dann haben wir trotzdem noch nicht genug Platz. Vielleicht werde ich dann erstmal den Pool entfernen. Der war zwar eigentlich ganz cool. Aber da wir ja noch 19 Tage Winter haben, brauche ich jetzt auch keinen Pool. Vielleicht können wir ja gucken, dass wir uns doch wieder einen Keller machen. Und dann da unseren Pool aufstellen. So, und solange haben wir halt hier diese nette Snowboard-Geschichte. Ja, es ist, ja, ne? Sieht auch aber gar nicht mal so schlecht aus. Und vielleicht wird das ja auch den Spaß ein bisschen erhöhen. So, du bist am Schlafen. Und der Rest ist jetzt erstmal in der Schule. Oder war in der Schule? Ach, guck mal, da ist wieder ein Hirsch. Ach, guck mal. Oh, also das ist auch wirklich so süß. Die ist zwar schon alt, aber völlig in Ordnung. Die brauchen doch eigentlich mit dem Schulbus gar nicht mehr abgeholt zu werden. Weil ich meine, da ist doch die Schule. Hier ist sogar das Krankenhaus, kann das sein? Cool. Snowboarden gehen. Und du kannst natürlich auf deinem eigenen Grundstück jetzt auch snowboarden. Dafür brauchst du noch nicht mal das, ja, verlassen. So, dann lasst mich mal sehen. Sehr gut, gut, befriedigend. Ja, dass du jetzt nicht unbedingt heute schon auf zwei ist doch klar. Und unser Zong, der bringt die Zeitung rein. Wie geil. So, ich werde die aber hier mal entsorgen. Weil die ist ja alt. So, und du kannst jetzt auch langsam mal wieder aufstehen, weil du hast ja auch noch Dinge zu tun, wie zum Beispiel Mittagessen machen. Und zwar frittiertes Sandwich mit Erdnussbutter und Banane. Ja, ich sehe ja auch, dass er im Weg ist. Ja, jetzt könntest du dich doch mal ein bisschen ranhalten, oder? Eieiei. Ja, für die paar Minütchen, Sekündchen noch Dings, dann das mit Erdnussbutter und Banane. Nein, ich will ja eigentlich, dass du das für die komplette Familie machst.
Und da musst du natürlich auch gucken, dass du die Toiletten wieder alle nach und nach unzerstörbar machst. Aber das kriegen wir, denke ich, auch noch zwischendurch mal hin. So, aber es wird mal wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und ja, wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.